Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Jetzt auch als wirkliches Let's Play, nicht als Let's Show, dass das Let's Play getarnt ist, weil ich immer sage Let's Play, weil ich es einfach nicht so gewöhnt bin. Und wir gehen zu dem Auditor Steffen und zum Eurwald und müssen nach eine Quest mal machen. Aber das ist nicht auf dem Weg gerade, da machen wir es auch noch nicht. Schauen wir mal, was so läuft. Wenn es zu langweilig ist, gehen wir dorthin zur Quest. Wir sterben halt ein paar Mal von den Syrten. Aber ich brauche noch einen Syrten. Schaffe ich das? Oh nein, ich brauche noch 4 Igen. Genau, die Syrten haben wir komplett. Die haben wir abgeschlossen in der vorletzten... vorletzten Part. Ja, wir müssen also 16, wir haben 16 und müssen 20 killen von den Syrten, von Nicken. Kein Problem, wir sind ja die besten Spieler, EU, nein, worldwide. Nein, nein. Ich bin ein Balaveri. Ein Balaveri ist ein Mann, der Schweizerdeutsch redet oder für Schweizerdeutsche Fans hat und nur voll Mist erzählt. Regnamus. Guter Name. So. Ach, hallo, Chamita. Sieht sie Spanisch? Muss ich Spanischer reden, hä? So richtig mexikanisch. Komm, wir reden ein bisschen mexikanisch. Das kann ich gut, weißt du? Kein Wort. Gracias. So richtig, gracias. Boah, habt ihr immer diese Haustierchen? Eigentlich wollte ich den Tiger, aber der musste natürlich begrenzt sein, hä? Oh. So, wo seid ihr jetzt? Da oben? Was macht ihr denn da oben? Oh Gott, sind die schon dort oben? Haben die einen Teleporter benutzt oder habe ich es einfach nicht geschafft? Ja, ich habe es nicht geschafft. Gehen wir mal mit. Gehen wir mal sterben. Machen wir ja gerne. Ist ja auch ein Feuerspiel, wo man einfach machen muss. Was machst du jetzt? Lol. Danke. So. Ich werde meine Geheimtaktik ausfahren. Und die ist... einfach mal ein bisschen einen Bogen herum. So. Ich weiß nicht, was die Icken jetzt gerade wollen, aber haben wir nicht hier dieses Fort. Die müssen noch das Fort. Aber die sind wieder mal so selbstlos und greifen lieber die Gegner an, weil sie wissen, dass die dort im Fort sind. Im Enria-Fort. Tja. Und jetzt? Ja, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich kann es mal etwas anderes zu mir schreiben. Der weiß nicht, was... was ich meine. Wenn hier viele Igens sind, dann müsst ihr doch verstehen, dass das Aggersburg Fort eingenommen wird oder das Teleborg Fort oder so arme, kleinwüchsige Spieler, die low-levelig sind, angegriffen werden. Aber pff, nein. Nein, nein, nix. Fragezeichen, Fragezeichen. So, wie geht's denn mit dem Menria fort? Sicher sind hier alle Alsen, Brain AFK und ja. Ist er gestorben? Wie schnell bist du? Der war jetzt hier rüber und dann da zurück. Okay, jetzt bin ich ja wieder ein bisschen verwirrt.
ja, ein bisschen erkunden hier. Ich möchte eins, nicht dort reingehen und dann plötzlich die ganze Festung geht kaputt. Nein, das möchte ich nicht. Ja. So. Nein, schreibe ich lieber nicht. Oh, das sieht doch gut aus, so lange Ohren. Ich wusste, ich darf die nicht nehmen. Meine sind spitz, meine sind ständerig. Wie Schweizer sagen zu denen immer Lampi. Nö. Nö, schreibt er. Hier zucken alle wild. Sind wohl aufwach. Drogen. Nicht Drogen. Drogen. Ich mache einen Sohn-Smile. Ja, es sieht eher aus als Ohren, aber ich wollte eigentlich Nasenlöcher. Wenn man es schon falsch macht. So, schauen wir mal kurz. Ist niemand hier. Ich will aber irgendwie ein bisschen vorsichtiger sein. Ich kann einfach nicht vorsichtig spielen, das geht nicht. Aber ich probier's. Was? Natol. Wieso müssen die alle herumzucken? Ich mache ja auch manchmal ein bisschen Bewegung, aber so herumzucken, das ist doch unnötig. Ja, die Igen sind halt auch alle am Schlafen, aber gut. Dafür habe ich die Passwörter schon und kann voll Sport machen. Weil ich genau wieder weiß, dass ich zu müde bin, für Regnum am Abend aufzunehmen. Muss wieder meine... Ja, muss wieder umstellen. Ich bin wegen dem Krankenhaus immer so müde am Abend, weil ich einfach nicht mehr so die Kraft habe, recht Kraft verloren habe durch die schlimme Krankheit. Und ja, bis man da wieder zurück ist und fit ist, ja, geht länger Zeit. Aber ich schaue, dass ich mit Livestreams wach bleiben kann nebenbei. Und dann mache ich Livestream, damit ich ja, wach bleib am PC. Weil ich darf nicht lange am PC bleiben, ohne zu gamen oder ohne zu Videos zu machen. Bin ich immer AFK. Ich wette, hier wird jemand mich angreifen, so ein Scheißjäger. Ich wette, hier ist ein Scheißjäger. Was machst du in Sana? Jetzt gehst du in Sana. Wieso haust du immer weg ab, Ezio oder Steff? Ich will mal mit dir spielen. Ja, ich spiele eigentlich immer mit dir, aber ich will nochmals mit dir spielen. Ja. Einfach weglaufen. Will dich ein
holen. Abhauen. Abhauen. Kennst meinen Humor noch nicht. Schwarz wie mein Kaffee. Gut. Meine besten Kollegen mögen mich, aber meine nicht so guten Kollegen, die kennen mich noch nicht. Und die kennen mich. Nein, nein. Ich habe so viele Kollegen, aber es sind viele gute Kollegen nicht bereit, mit mir befreundet zu sein. Ja, und ich trinke Espresso schwarz in einem riesengroßen Kaffeeglas, also wirklich einem. Oh. Mann, wieso hat's hier überall wieder diese Jäger? Hat er mich gesehen? Der hat mich nicht gesehen. Er will mich jagen. Oh Mann. Okay, ich greife ihn an. Er hat keine Chance. Ich weiß, dass er keine Chance hat. Er hat keine Chance. Schau mal, ein sehr schwerer muss mich angreifen. Der ist einfach... Ah, oh, bist du tot? Ja, jetzt reicht's denn. Die Jäger sind einfach immer so zu OP mit ihren Stunts. Die können einfach die ganze Zeit stunnen. Was war das jetzt wieder? Ein Wintereinbruch. Kann ich ja auch, aber wieso können die das so lange? Ich kann das nicht so lange. Vielleicht Hinterhalt. Keine Ahnung. Also, mir reicht jetzt wieder. Oh Mann, wieso bleibst du nicht einfach im Chat? Ich mag den Chat nicht. Der geht immer raus, wenn ich Enter drücke. Also es ist so. Wieso wird das rausgenommen? Dass man automatisch halt spielen kann und nicht mehr chatten kann, aber das geht ja nicht mehr. Weil es ja entweder fokussiert ist. Ja, ja. Also die Syrten haben zu 90% nur Jäger. Darum sind sie auch so schwach. Weil Jäger alleine nicht irgendwie etwas angreifen können. Das ist Wahnsinn, wie viele Jäger die haben. So. Ja, was, komm, wir gehen. Wir gehen zu den Syrten jetzt. Genau, wir gehen zu den Syrten jetzt. Kein Bock hier. Gott, oh Gott. Und Wintereinbruch 2 ist doch niemals so lang. Irgendwas ist... Stimmt. Ah ja, es war ja sowieso ein Stun. Das ist das Hinterhalt, oder? Es wird einfach nicht angezeigt, was es war. Gut. Es wird sowieso nicht angezeigt, was ich angegriffen habe. Ich habe doch angegriffen. Irgendwie wird gar... Ah, ätherischer Pfeil. Gut. Das wird wenigstens angezeigt. Manchmal werden die Angriffe irgendwie gar nicht mehr angezeigt, weil irgendwie alles durcheinander ist. Okay, das ist ja super, dass hier auch Syrten ist. Wieso müssen die Eisen eigentlich Egen angreifen, Monta? Schaffen es nicht, hier alles IO zu lassen. So. Ich möchte einfach die Quest jetzt abgeben und fertig. Mach mich ein bisschen wütend. Es läuft nichts bei uns. Wir sind völlig katastrophal eingestellt. Dieses Let's Play hilft den Eisen, sich wieder zu finden. Unterstützt uns. Wir müssen es schaffen. Liebe Zuschauer, wir haben gerade ein bisschen Problemchen. Könnt ihr uns verzeihen? Wir haben ein paar Störungen in der Intelligenz der
anderen Eisen. Nicht uns, nein. Wir sind nicht gestört, wir sind nicht psychiatrisch, wir sind katastrophal defekt. Ja. Gut. Und ich mag die Musik. Ich will mir ein bisschen lauter machen. Ah, wir genießen diese Musik. Und ja, 2000 Jäger, sag ich jetzt einfach mal, weil ich weiß, sie werden mich einfach nie finden. Und ich denke, oh mein Gott, oh mein Gott, oh, schön, das hört jetzt auf. Sie hört jetzt auf. Aber wir machen schon ein bisschen lauter. Jetzt ist es wieder zu leise. So. Gut, danke für eure... Boah, jetzt ist es wieder... Es ist nicht normal, diese Musik. Ich mache eine Quest bei den Syrten. Meinst du richtig Smile? Ja, so. Nein, ich finde fettes Smile. Gut. Bei den Großen, bei den Ds geht es ja noch zwei. Aber bei den Kleinen, na, sieht fett aus. Sieht wie fette Lippen aus. So, Flussufer der Orks. Gut, da oben. Ich wette, hier ist irgendwo ein Syrte, der mich davor noch tötet. Wieso kann man nicht irgendwie auch beim Jäger einen Vorsichtsspell, also einen, der macht, dass wir kurz Video pausieren und ja, kurz lesen, wenn ihr es wollt. Gut, ich bin weg. Ich werde es auch schauen. Mich interessiert, was der redet. Was? Wir müssen dort hoch? Ich weiß, wie man hier hochkommt, richtig. Sicher nicht so, dass man stirbt. Hey, das wär's doch. Ein Let's nicht gefunden werden. Im Livestream machen. Wir machen das im Livestream. Wir laufen durch die Gegend und werden nie von Syrten oder Eisen, Syrten oder Egen gefunden. Und wenn doch ich gefunden werde, dann werde ich, das dürft ihr dann wünschen. Aber es muss etwas mit Rechnung sein, nichts kaufen, nichts besiegen oder so. Irgendwas mit anderen Spielern oder so. Etwas Peinliches. Also hier unten ist nichts. Können aber hochgehen da. Ich denke nicht. Ich mach's. Boah, 900. So. Hallo. Wo ist der Jäger, der mich schon gefunden hat mit seinem Spell, hä? Ich werde einen Level 45er Jäger bauen und dann mache ich so solche Scheißzeugs. Oh, meine Wut ist schon hoch. Die sollen ein Duell mit mir machen, wenn sie gleich levelig sind. Dann ist es okay, aber solange sie mich töten müssen, ohne dass ich irgendwas machen kann, weil sie einfach zu hochlevelig sind, dann, ja. Dann sind sie einfach kleine Feiglinge, kleine Wüste.
Ist das die Mauer? Glaube ich schon, ne? Sieht zwar aus wie eine Festung, eine orientalische Festung. Gut, das haben wir auch geschafft. Und jetzt? Was? Spinnen die? Ich komme hier nicht durch, hier ist doch ein Jäger. Ein NPC. Nicht? Seit wann das? Oh mein Gott, diese Quest. Und dann noch bei den Igen 100%ig. Weißt du, die unterstützen mich ja auch nicht. Die wollen jetzt nicht dieses Fort einnehmen. Alter. Alcaros. Fort einnehmen. Es ist eines der Festungen, die ich nicht ausbrechen, also nicht merken kann. Chanarit kann ich 1000-mal besser merken. Auch wenn es auch ein schweres Wort ist. So. Liebe Damen und Herren. Wir beenden unser Leben für eine Sekunde. Ich habe keinen Bock, wieder zurückzulaufen. Gut. Ja, dann gehen wir die Quest abgeben. Ah, wir müssen weiter. Okay. Okay, Herr Bridfoot. Naja, wir hätten das sowieso nie geschafft. Mann, ihr seid solche Idioten. Überall sind wieder diese Scheiß... Hey, hallo, ich bin Let's Play, ihr dürft mich nicht töten. Hallo. Wie ein Feigling. Der eine stand für den anderen und der... Oh mein Gott, wie feige die sind. Ich mache jetzt bald ein Pranger-Video. Ich werde die sowas von Pranger... Schaut mal, sind wieder verbündet. Okay, mir reicht's. Mir reicht's. Muchos. Muchos. Muchos gracias. Mir reicht's. Wo ist mein Superman-Anzug? Ich gehe jetzt die Kill. Hallo, Schlafmützen, greift an, ihr feigen Hunde. Ich werde jetzt so wie in einem Action-Monumental-Film richtig vorsichtig, aber sehr spannend. Lol, der ist im Weg. Nein, der greift dann ab. Sah so aus, als würde er mir ihn abgewehrt haben. Ach Leute, ich hab keinen Bock. So hab ich keinen Bock. Was machen denn die hinten? Bäumen verstecken, fertig. Mann, wir hätten es geschafft. Ich mach doch so viel Schaden. Solange meine zwei hier fertig sind. Und nicht auf Castaway sind. Ja, toll. Okay. Wir müssen zum Herbert vor. Müssen jetzt ein bisschen ein, also umkurven. Und dann müssen wir zum Summer fort. Und dann zum Meneria fort. Oder müssen wir noch zum Eferias Quest? Ich mach das mit Level 60. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist der größte schwanzlutschende Content von Regnum. Das war jetzt wirklich wichtig zum Sagen. Oh je. Meine Worte mal wieder. Nun gut. Freut mich, dass ich wieder kein Content zeigen kann, weil alles den Bach runter geht. Hm. Dabei verbündete Icon. So.
Gut. Diese Idioten. Bisschen die Wut rauslassen. Das ist ja alles nicht so persönlich gemeint zu den Spielen. Die sind sowas von arm, wenn die so unfair spielen müssen und schlecht spielen müssen. Bei den Eisen. Aber es macht einfach wütend. Dieses Spiel ist nicht gut für die Psyche. Ich habe eine beinharte Psyche. Aber hier wird sogar meine schwach. Hallo Kumpel. Kannst du mal kurz ein bisschen jagen gehen? Danke. Und du auch. Seid ja tolle Anführer, aber wahrscheinlich viel zu schwach. Bei mir sind sie noch violett. Ich habe keinen Bock jetzt gerade auf das Außenzeugs. Die Warzone. Ich hab Bock hier mal ein bisschen wieder aufzuräumen. Bisschen Magnoniten sammeln. Ich hab keinen Bock auf Kampf momentan. Ja. Also ihr seht's. Es ist schwer, aber es ist so ein cooles Spiel. Ich kann nicht davon los. Ich habe nach einem Jahr immer wieder eine extreme Sucht nach diesem Spiel. Merke aber, ja, die Spiele machen alles kaputt. Das Spiel ist halt auch kaputt und... Aber es ist dennoch toll. Es ist eigentlich schon super toll. Aber man ist einfach die ganze Zeit irgendwie unfair am Sterben. Und weil die Stunts natürlich immer dauern, hat man nicht die Chance. Er setzte noch Südkreuz 5 ein. Gut. Also, fassen wir zusammen. Ein Jäger sieht mich. Er greift an mit einem Stun. Er setzt mich nochmals unter Stun. Ist ganz nah. Und der Jäger, der Baba ist hinter mir. Er greift an. Der Baba greift an. Dreimal. Einmal mit normaler Treffer. Oh, das wird ja nicht reichen, oder? Dann mal Südkreuz 5 mit 1019 Schaden und dann nochmal normaler Treffer. Mit ein bisschen weniger Schaden als vor. Und noch Treten. Er hat noch Treten eingesetzt. Also, was sagen wir da? Die haben in die Hose gekackt. Die wussten, dass ich sie töten würde. Auch wenn ich wahrscheinlich sehr leicht war oder sogar keine Herausforderung. Und... Was wissen wir? Die Syrten haben keine Hoden. Was wissen wir daraus? Die Igen. Die Syrten haben keine Hoden. Gut, also. Gehen wir weiter. Ich bin halt einfach zu gut. Ich habe ein Ego. Jetzt greift die schon wieder Shannarit Castle an. Ihr seid einfach nur zu süchtig nach einem WMC. Warum hast du Künz? Schlimm wird das, gell? Schlimm. Oh, es ist wieder Zeit. Es ist schon wieder Zeit. Jetzt kann ich euch gar nicht dieses Magnetensammeln zeigen. Das ist so spannend. Stellt euch das mal vor. Gut, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich schaue, dass ich wieder aufnehme, wenn was los ist. Da rein wollen wir auch bald. Und ja. Einen wunderschönen Tag und viele süße Träume von diesem Superspiel. Tschüss. Träumt schon von den Süden. Bis denne.